Jetzt kommen wir zu dem Programmpunkt, auf den bestimmt unsere jüngeren Gäste ganz besonders gehofft haben. Anwendungen in Aktion soll es nun heißen. Es läuft und wir wollen euch und Ihnen, meine Damen und Herren, da heißt es also im 5-Minuten-Takt sozusagen das Neueste vom Neuesten zeigen, was auch mit und unter Zusammenarbeit des IMMS entwickelt wurde. In Jugendsprache ausgedrückt, den neuesten heißen Scheiß kriegt ihr jetzt hier zu sehen. So, wir beginnen mit einem Kleidungsstück und dazu würde ich mich freuen, wenn ich Herrn Dr. Gottfried Betz bei mir hier begrüßen dürfte. Herr Betz, herzlich willkommen erstmal von der Strickmanufaktur Zeller und außerdem würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich unseren Minister nochmal bei mir begrüßen dürfte. Denn, Herr Betz, Sie haben uns nicht nur ein Kleidungsstück mitgebracht, ein ganz besonderes, sondern dieses kann auch etwas und wir wollen das dem Minister sozusagen hautnah demonstrieren und insofern möchte ich Sie bitten, erstmal das hier anzulegen. Wir haben wunderbare Assistentin, ich darf Ihnen das Jackett abnehmen oder Sie hängen es einfach hier drüber. Damit hätte in der Probe auch keiner gerechnet, dass der Minister in der Lage ist, sein Jackett selbst abzulegen. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wer wann welche Jacke greift, Sie machen sich kein Bild. Herr Bess, wir haben es hier mit einer Strickjacke zu tun, die auf den ersten Blick modisch, sportlich daherkommt, aber es ist weit mehr als nur eine Strickjacke. Ja, das ist richtig, das ist... Passt sogar, das ist schon mal gut. Ja, es ist erstmal ein Kleidungsstück aus unserer aktuellen Kollektion und zeichnet sich erstmal so aus durch, sag mal, hochwertige Materialien und perfekt verarbeitet in Thüringen, made in Thüringen. Ja. Aber? Aber das Besondere an dieser Jacke ist, dass sie elektrische Taster enthält. Also sie hat Elektronik enthält sie. Ja. Diese Taster sieht man hier, die sind farbig markiert. Es ist auch nochmal an der Seite ein Taster, aber wir beschäftigen uns erstmal mit diesen Tastern. Sie jetzt sage ich schon mal, bitte noch nicht draufdrücken. Nein, bitte noch nicht draufdrücken. Und, was ist denn sonst? Ja, das werden wir sehen. Das werden wir dann noch sehen. Werden wir sehen. Nun könnte man ja sagen, eine Strickjacke mit Schaltern inside sozusagen, gut ist das eine, aber hier gilt es ja auch noch zu bemerken, diese Strickjacke kann man auch waschen. Ja, also das erstmal ist es so, dass wir hier Textil mit Elektronik verbinden, und das ist jetzt nichts so Besonderes, aber es gibt schon. Aber was wir hier machen, ist eben, dass dieses Textil, diese Verbindung von Textil und Elektronik so ist, dass sie auch waschbar ist. Das klingt im ersten Moment harmlos, denkt, naja, waschbar, was ist schon waschbar? Ne? Aber das ist wirklich ein ganz großes Problem. Ja? Das erfordert einmal Garne, die elektrisch leitend sind und auch der Waschlauge. Waschlaugen beständig sind. Das ist schon mal eine Sache. Da möchte ich auch einem unserer Partner, der ITP, danken in Weimar, die uns da geholfen hat. Und auf der anderen Seite ist es auch so, da muss natürlich diese ganze Einheit so gekapselt werden, ja, dass im Prinzip eine kleine Batterie reicht, um das System so lange zu versorgen, wie man so eine Jacke eben trägt. Ich sage mal ein paar Jahre. Ich vermute mal, da kam das IMMS zum Einsatz. Und genau. Und an der Stelle brauchen wir Elektronik, die ganz energiesparend ist, ganz, ganz wenig Strom braucht. Um diese drahtlosen Botschaften über 30 Meter zu senden, brauchen wir eine Elektronik, die ganz, ganz wenig Strom verbraucht. Mhm. Und da kommt jetzt die Expertise vom IMMS rein, die in der Lage sind, solche Elektronik zu entwickeln. Und dafür auch nochmal ganz großen Dank an das sehr engagierte Team hier, was es ermöglicht hat, sozusagen dieses System jetzt hier in diese Jacke einzubauen, dass es eigenständig arbeitet, dass man sie im Prinzip, so wie sie jetzt ist, in die Waschmaschine tun kann, ohne jetzt irgendwelche Kabel trennen zu müssen oder sich Gedanken machen zu müssen, was passiert da. Bevor wir eine Anwendung hier im Saal zu sehen bekommen, welche Anwendungen sind denn möglich, sind denn denkbar mit solch einem Textil? Ja, also es ist ja so, vorher haben wir immer davon geredet, die Elektronik so klein wie möglich zu machen, möglichst klein, Nanometer, Und wir sind natürlich, wir haben die großen Strickmaschinen, wir machen große Flächen. Ja? Und wir wollen auch große Schaltelemente machen. Warum? Weil wir an Menschen denken, die vielleicht in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, die jetzt nicht so eine kleine Taste bedienen können, sondern die eine große Fläche brauchen, die sie bedienen müssen. Einmal, weil sie nicht, also wie gesagt, motorisch eingeschränkt sind oder weil sie schnell reagieren müssen. Mhm. Zum Beispiel auf dem Fahrrad, man möchte einen Telefonanruf entgegennehmen. Was macht man? Man klopft hier auf die Jacke und das Telefonat wird angenommen. Ja, man kann jetzt nicht während dem Fahrradfahren gucken, ach gut, wo war jetzt dieser Taster, Telefonruf annehmen. Ja, das ist die Idee. Eine mögliche Anwendung, jetzt sind wir aber schon ganz neugierig, was tatsächlich passiert, wenn wir die Knöpfe drücken. Herr Minister, Sie sind es hoffentlich auch. Ja. Gut, wollen Sie noch ganz kurz erläutern, was wofür zuständig ist? Ja, also wir haben natürlich
Herr Tiefensee, Herr Minister Tiefensee, haben natürlich daran gedacht, dass Sie schon mal Verkehrsminister waren, ja, und haben natürlich gedacht, dass es dann sinnvoll ist, digitale Elektronik mit was Verkehrstechnischem zu verbinden. Wir haben also einen Zug, einen Lego-Zug. Lego ist ja auch ein Stichwort hier heute gewesen. Und diesen Zug können Sie jetzt steuern mit diesen Tastern hier. Und da haben wir jetzt den Taster für die Vorwärtsfahrt und den Taster, den roten Taster für den Stopp. Ich sage mal so, aus Erfahrung mit der Probe, das ist der wichtigste. Das ist der wichtigste, ja, genau. Wir haben auch einen gelben Taster, mit dem kann man den Zug rückwärts fahren lassen. Aber wir haben heute überlegt, in der Forschung heißt es eigentlich immer vorwärts, niemals zurück. Ja, also diese also vorwärts immer, rückwärts nimmer. Genau, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Aber es geht auch, ja. Es müsste auch gehen. Ja. Gut. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, jetzt Spannung. Ja. Jawohl. Ja, die, lassen Sie uns ein Stückchen und jetzt drücken Sie mal bitte auf diese grüne Taste. Ich drücke auf die grüne Taste. Und? Es ist wirklich ja, nein. Ja. Wir versuchen jetzt bei Industrie 4.0 stehen zu bleiben. Stopp. Rot. Wunderbar. Sehr, oh, sehr schön. Ich denke, das ist ein kleiner Applaus wert. Ja. Ja. Herr Minister, Sie bleiben bitte noch bei mir. Dr. Betz, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Demonstration dieser wunderbaren Innovation, die in Zusammenarbeit vom IMMS, ja, und der Strickmanufaktur Zelle entstanden ist. Vielen Dank. Jetzt bitte ich Professor Dr. Ralf Sommer zu mir, denn, Herr Minister, wie Sie vielleicht sehen werden, trägt unser Zug natürlich auch Gepäck mit sich. Und das ist ganz besonderes Gepäck, über das wir sprechen wollen. Und zwar Station für Station. Die erste Station ist Industrie 4.0. Herr Sommer, was haben wir denn da und geladen? Da werde ich mal das erste Exponat entnehmen. Und da sind wir mitten, jetzt müssen wir mal schauen, ob man das hier sehen kann. Ja, das Bild haben Sie schon bei Herrn Professor Barke im Vortrag gesehen. Hier sind nämlich die beiden M's verkoppelt, nämlich Mikroelektronik und Mechatronik. Das heißt, dieses ist ein kombiniertes System, wo wir auf der einen Seite ein mechanisches System haben, einen Beschleunigungssensor, so, jetzt dürft ihr auch noch mal gucken, einen Beschleunigungssensor und auf der anderen Seite die Auswerteelektronik. Und Herr Barker hat es auch schon so nett gesagt, ich bin ein Fan von Lego, was ist das Besondere? Sowas gibt es natürlich schon im Auto, ja, Bosch ist da ein Hersteller, die perfekte Sensoren bieten, aber das Problem ist Lego und das heißt, wir wollen die kleinen und mittelständischen Unternehmen in die Lage versetzen, auch sowas bauen zu können. Ja, und das muss am Rechner passieren, sozusagen offline, ohne Fabrik. Und die Fabrik haben Sie auch schon angesprochen, die ist die X-Fab, die kann Bücher drucken und wir brauchen den Inhalt. Ja. Und genau dazu haben wir Methoden entwickelt, Lego-Bausteine für solche Mechanik, dass der Kunde, die kleinen und mittelständischen Unternehmen das zusammensetzen kann. Ist das nicht Tempo, Herr Minister? Sie haben es vorhin noch erbeten sozusagen, jetzt 5 Minuten, 7 Minuten später ist es da. Ja. Genau, können fast zaubern. Ja? So, Herr Minister, jetzt brauchen wir wieder Ihre Hilfe. Ich setze das wieder drauf. Wir fahren jetzt ein Stückchen weiter in Richtung Bioanalytik, bitte. So richtig. Ganz vorsichtig. Ja, es ist gestern auch schon getestet. Oh ja, mit viel Freude und Vergnügen. Es ist noch Potenzial. Mhm. Und wir verraten ihm nicht, dass es einen zweiten Gang gibt. Jetzt bitte stoppen. Sehr schön. Genau. Der wird dann ganz extrem schnell und das wollen wir doch nicht riskieren. Genau. Lassen Sie uns ruhig ein paar Schritte vorwärts gehen. Ja. Denn ich bin schon sehr neugierig, welches Produkt wir jetzt auf dem Zug finden werden, beziehungsweise welche Innovation. Ja, und was wir hier, was als erstes ins Auge fällt, denke ich. Ein Chip mit einem Röhrchen drauf. Ruhig halten hier, ja. Ein Chip mit einem kleinen Röhrchen drauf. Was hat es denn damit genau auf sich? Ich darf das auch nochmal hier rübergeben. Was hat es damit auf sich? Hier steht es, Bahnhof Bioanalytik. Aha. Und Frau Professor Schipanski hat es so schön gesagt, Krebsfrüherkennung, das ist das Ziel. Und genau das hier ist im Grunde genommen ein kleines Labor. Also im Moment ist das ja so, die Tests werden genommen, dann werden sie ins Labor geschickt, das dauert, das sind riesige Räume mit Apparaturen, die messen und dann kommt das Ergebnis irgendwann zurück. Was war denn die Herausforderung bei diesem Chip speziell? Wenn ich und die Herausforderung ist natürlich, dieses Labor sozusagen in ganz kleinem Maßstab nachzubilden. Und Sie können sich vorstellen, das sind auch ganz kleine Größen, die hier gemessen und detektiert werden müssen. Also
hochanspruchsvolle Mikroelektronik, hochanspruchsvolle Sensorik, die wir hier haben. Also quasi kann Flüssigkeit, Blutproben können in den, das Röhrchen. Werden hier reingegossen, nicht? Und dann wird das sozusagen detektiert, wenn sich das verändert. Ja. Und, wo geht damit die Reise hin, bei Entwicklungen wie dieses hier? Ja, also im Grunde genommen, dass man ein mobiles Labor hat, der Arzt Schnelltests machen kann, aber auch individualisierte Medizin. Das heißt sozusagen, genau. Eine Jenaer Firma, Chip Shop, wendet das ja schon an. Ja, auch, und wir haben es ja gerade oben auch nochmal. Verkauft die Geräte. Jawohl. So ist es, genau. Also vielen Dank, Herr Minister, dass Sie quasi sozusagen unaufgefordert, aber dennoch hilfreich auf die Thüringer Partner gleich mal hingewiesen haben, die an dieser Stelle nämlich zu nennen gewesen werden. Also es ist ein ganz spannendes Kapitel, muss ich sagen. Ja. So, wunderbar. Herr Minister, einmal dürfen Sie noch? Einmal darf ich noch. Jawohl. Genau. Zum Internet der Dinge, dort wollen wir Halt machen, bitteschön. Jetzt zum Beispiel? Jetzt wäre ein guter Augenblick. Das ist mal ganz nervös. Wir haben das gestern mit Hundewelpen getestet, das ist gar nicht so gut gegangen. So, dann entnehme ich im Prinzip das größte Stück hier, das obwohl es auch schon relativ klein ist. Ein ganz schöner MS, wie ich sagen würde. Bei uns im Thüringer Becken nennt man sowas einen MS. Ein großes, dickes Ding. So. Was hat es damit auf sich, Professor Sommer? Genau, und da sehen wir jetzt auch hier auf dem Bild, das ist ein Sensor, der ist vergraben in Erfurt Straßen. Also wir haben 170 Sensoren in den Straßen von Erfurt vergraben und es dient im Prinzip der Verkehrsüberwachung. Und hat ein ganz spezielles Ziel, nämlich E-Mobile am besten zu leiten. Ja? Und um die am besten leiten zu können, muss man sehr viel über den Verkehr wissen. Ich denke, das ist genau ja auch Ihr Gebiet. Öl kann man damit nicht finden. Öl kann man leider nicht finden, ja, aber wir arbeiten dran. Ja, vielleicht kann man das. Genau. Ne? Und das heißt, das sind sehr große Systeme von vernetzten Sensoren, die versuchen, so viel Daten wie möglich zu erfassen. Und diese Daten werden quasi Tag und Nacht weitergeleitet, gesendet, vermute ich mal? Ganz genau. Also wir haben zum einen die Hardware und auch die Software. Das heißt, es wird weitergegeben an den Verkehrsleitrechner, es wird gesammelt in Datenkonzentratoren und dann sozusagen gebündelt das ganze Wissen zusammengenommen, um einen bestmöglichen Verkehr zu ermöglichen. Wenn Sie Daten in einer Straße vergraben und die Straße ist ja Tag und Nacht völlig anderen Temperaturen ausgesetzt, im Winter minus 10 Grad, im Sommer kann das an dem Asphalt auch mal 50 Grad heiß werden. Wie haben Sie das gelöst? Ganz genau, das ist auch eins unserer Herausforderungen. Das heißt, man nennt das ja neudeutsch so schön harsh environments, also harte Umgebung. Und das heißt, das kann man zum einen schaltungstechnisch natürlich in Angriff nehmen. Wir machen ja auch Mikroelektronik für Hochtemperatur, sogar bis 300 Grad, wie es heute Morgen auch schon angeklungen ist. Und im Prinzip schaltungstechnisch ist das eine und das andere ist softwaremäßig, dass man das rausrechnet, wieder die Fehler. Und natürlich auch hier wieder die Energieversorgung. Und senden muss man auch. Wir hatten heute Morgen schon das Sendeproblem, dass es immer ausgesetzt hat. Auch das ist nicht ein ganz wesentlicher Punkt, nicht, dass die Daten auch weitergeleitet werden und nicht ins Stocken geraten. Ja, auch da sind wir dran. Sensornetzwerke, da werden wir heute noch zu sprechen kommen. Herr Minister, ich denke, Sie haben heute genug Eisenbahnspaß gehabt hier bei uns. Großes geleistet. Hervorragend. Wir haben nichts gescheut im großen Bahnhof für Sie veranstaltet. Danke. So, ich darf Sie wieder von Ihrer Jacke befreien, von dieser Jacke befreien und Ihnen wieder in Ihre ministerliche Jacke zurückhelfen und hoffe, dass Sie noch und dass wir jetzt noch unseren weiteren Zeitplan schaffen werden, damit Sie vielleicht noch in das Vergnügen kommen, unseren musikalischen Höhepunkt. Wir versuchen es einfach mal. Ansonsten habe ich noch, geben Sie mir einen Wink, wenn Sie früher los müssen, ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie Platz nehmen so lange. Herr Professor Sommer. Wir haben ja gerade schon über die Thüringer Partner mit geredet, die mit dem IMMS zusammenarbeiten, forschen und entwickeln. Nun hat das IMMS natürlich auch auf europäischen Rahmen einen Partner, den wir heute nicht vergessen wollen, der mit Ihnen etwas entwickelt hat, das es nicht weniger als möglich macht, dass Blinde wieder sehen können. Und dieser Partner ist ein Institut aus Paris, wenn ich recht informiert bin. Ganz genau, die Firma Pixum Vision. Und die Firma X, mit dieser Firma haben Sie tatsächlich, wir gehen noch mal eine Folie zurück, jawohl, und mit diesem Mann, mit Khalid Ishak, haben Sie etwas entwickelt, ein Sehgerät, und er hat uns, ich darf das vielleicht ganz kurz vortragen. Genau, weil er persönlich lässt also beste Grüße ausrichten, aber er kann leider nicht dabei sein. Aber er hat uns einen Gruß hinterlassen, und zwar schreibt er, der vom IMMS entwickelte ASIC ist die entscheidende Verbindung zwischen der realen
Welt und dem Sehnerv des Patienten. Das IMMS bleibt ein starker Elektronikpartner für uns für weitere Arbeiten in Forschung und Entwicklung. Und ich hoffe, jetzt haben wir Sie schon so ein ganz kleines bisschen auf die Folter gespannt, denn bestimmt wollen Sie jetzt auch sehen, was hat es damit eigentlich auf sich? Genau, also es geht darum, Blinde wieder sehend machen zu können, und zwar solche Patienten, die schon mal sehen konnten, das heißt, wo der Sehnerv im Prinzip intakt ist, aber wo die Zäpfchen praktisch abgestorben sind und sie dann erblindet sind. Dazu haben wir ein kleines Video, vielleicht machen wir gleich die nächste Folie, genau, beziehungsweise spielen das Video mal ab, dann können Sie sehen, was da, wie das ins Auge eingebracht wird. Hier sieht man also den Patienten. So, und jetzt gibt es gleich die Aufsicht auf das Auge. Ja, da sieht man nochmal die Netzhaut und die Zäpfchen, die abgestorben sind. Und im Prinzip, was sie dort draufsetzen, ist ein Pixel-Array, wie im Fernseher. Ja, wo sozusagen, da werden dann Leuchtdioden angesteuert und stimuliert. Und hier werden jetzt sozusagen die Funktion der Zäpfchen übernommen. So, und dazu wird hier etwas eingebracht, da gibt es sozusagen eine Lötstelle, elektrotechnisch gesprochen, ja, und dort wird dieses löffelartige Pixel-Array aufgebracht, was dann sozusagen die Bildpunkte hat und die stimuliert, und das Ganze wird von außen stimuliert, das sehen wir jetzt gleich, nämlich der Patient bekommt eine Brille auf, und in dieser Brille ist eine Kamera, und diese Kamera erzeugt halt den Bilddatenstrom. Und da kommt unser Chip dann ins Spiel, diesen Datenstrom aufzunehmen. Übrigens ein Randprodukt aus Blu-ray-DVD-Pickup-System. Also wir haben uns mit Fotodioden befasst und mit optischen Übertragungswegen. Und die Technik haben wir hier genutzt, um sie ja auf einem ganz anderen Gebiet einzusetzen. Also was wir gerade gesehen haben, ist schon nahezu unvorstellbar. Sie haben es aber gelöst. Technisch, welche Problematiken hatten Sie da? Auch hier sind es wieder harsh environments, wenn man so will. Also das Auge ist natürlich sehr feuchtes Medium, salzig auch. Und hier sind keine Temperaturänderungen gefragt. Das heißt, hier muss die Schaltung extrem energiearm sein, dass sie keine Wärme erzeugt und das Auge also auch nicht irgendwie erwärmt. Wie wird die Energieversorgung realisiert? Die Energieversorgung geht von außen praktisch auf elektromagnetischem Wege. Nun möchten wir Ihnen natürlich auch zeigen, dass das System nicht nur eingebaut werden kann in einen Patienten, sondern implantiert werden kann, sondern dass es auch funktioniert. Und auch dazu haben wir ein Video vorbereitet. Genau, und das ist eine ganz tolle Erfahrung, muss ich mal sagen, wenn wir das nächste Video abspielen. Und ich hoffe, man hört auch den. Je suis attirée par les lumières qui me stimulent et la nuit, eh bien, il y a beaucoup de stimulation. On va remonter. Là, il y a quelque chose. Ça fait plaisir. C'est une vraie sortie. C'est vraiment agréable et c'est pas en audio description. Après une bonne stimulation. Une bonne stimulation. Je vois des choses en direct. Là, j'en ai une aussi. Enfin, voir, percevoir des choses en direct. On va arriver sur la place Notre-Dame. Notre-Dame. Ça flash? Ah ouais, dis donc. Il y a des choses? Oui, oui, j'ai pas mal de lumière. Ça monte à 7-8 mètres, quoi. Si vous bougez, il y a des choses. Ah ouais, là, il y a encore des lumières, là, comme ça. Exact. Pareil que t'as vu le sapin. C'est beau pour toi. Oh, voilà, c'est super. Là, ils m'ont fait des flashs magnifiques. C'est magnifique. Ça, c'est un beau cadeau de Noël. Et puis après, j'ai fait la touriste. C'est haut jusque là-haut. Je suis bien stimulée, là. La pyramide, elle est très grande. Dans ma tête, c'était pas si grand que ça, mais je l'avais jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Non! Il y a un grand truc devant nous. Ah, c'est la roue, là. C'est la première fois que je la vois. Hein. Qu'est-ce que tu vois, là? La roue. Ah, oh, ouais. Regarde. Oh, ouais. Jusque d'accord. Là, facile. Impressionnant, quand même. Hein. Ah, je l'ai là, là. Vous l'avez? Je l'ai là. Ah, oh, ouais, des longs. Oh là, ça clignote là. Ça scintille partout. Voilà, c'est ça, voilà, clac clac. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu la tour Eiffel. Ah oui, ça fait un bail, alors là. Ça y est, vous l'avez revu aujourd'hui. Surtout que ça se trouve, elle doit être dans le brouillard, la pauvre, dans la brume. Ja, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich den Film sehe. Ich habe ihn schon 3-4 Mal gesehen, aber ich bin immer wieder angetan davon, wie Blinde eine Erfahrung machen können, die sie eben nur dank dieser Brille machen können, in einem Raum.
mit einem Gegenüber kann ein Blinder durch Tasten viel über seine Welt erfahren. Richtig. Aber hier kann er eben auch etwas über die Ausdehnung, über die Dimension von Dingen erfahren, die seinem Tastsinn eben nicht nahe sind. Das ist das Faszinierende daran. Wo geht denn hier die Reise hin? Ja, im Grunde genommen ist es so ähnlich wie beim Fernsehen. Wenn Sie die ersten Fernseher anschauen, ja, das war noch sehr verpixelt alles. Und inzwischen sind wir bei HD oder Ultra HD. Mhm. Und im Grunde genommen ist genau das das Ziel, also indem ich die Pixel erhöhe, ein schärferes Bild zu kriegen. Und so sozusagen, da geht die Entwicklung hin und das ist sehr spannend. Und wenn wir uns die Halbleiterindustrie anschauen, dann kann das ja nur noch eine Frage von Jahren sein. Genau, nach dem Moore'schen Gesetz, denke ich, more than Moore ist das ja... Auf jeden Fall noch erlebbar für unsere Generation. Professor Dr. Sommer, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in die Arbeit des IMMS, die wir jetzt in den nächsten Minuten weiterführen wollen. Nehmen Sie ruhig erstmal wieder Platz. Und wir kommen damit von einem Partner auf europäischer Ebene wieder zurück nach Thüringen und außerdem zu einem System, das eben auch angetan ist, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und zu helfen. Und zwar möchte ich Ihnen Erik Markweg dazu vorstellen. Herr Markweg, kommen Sie ruhig an meine grüne Seite. Grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Sie sind schon verkabelt, wunderbar, schon verkabelt. Ausgezeichnet. Dann kommen Sie hierher gleich. Wir wollen ja auch zeigen und demonstrieren, was Sie uns mitgebracht haben. Ja, was hat es denn damit auf sich? Vielleicht ist der Blick besser, erstmal nach oben zu richten. Das ist natürlich nämlich eins der Produkte, die aus einem Gerät kommen, was letztlich grundlegend zusammen mit dem IMS entwickelt wurde. Wir sehen hier Nanostrukturen, die dazu verwendet werden, um Zellen züchten zu können. Das heißt, das, was man dort sieht, sind Strukturen aus einem Biopolymer, in denen Zellen reingesiedelt werden können, um zum Beispiel große Knochendefekte heilen zu können. Also die Knochenzellen sind dann bereits in diesen Biopolymer eingebettet, werden in große Knochenfrakturen eingesetzt und damit kann man vom Prinzip her große Knochenbrüche zukünftig heilen. Und diese Strukturen sind Sie in der Lage zu drucken mittels eines 3D-Druckers? Genau. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir über Nanodimensionen sprechen, ist einerseits der Druck die Fläche das Problem und andererseits aber auch das Objekt zu bewegen. Genau. Und das haben Sie gelöst. Genau. Und an dieser Stelle kommt natürlich das IMS dann ins Spiel. Man kann sich vorstellen, diese Gehäuse, Scaffolds nennt man sie im Fachjargon, die befinden sich vorher in einer honigartigen Gelee-Masse. Ja. Und ich bewege einen Laserstrahl innerhalb dieser Flüssigkeit. Und natürlich muss ich, wenn ich dort Auflösung unter einem Mikrometer erreichen möchte, diese honigartige Masse, die sich in einem Gefäß befinden, sehr, sehr genau positionieren können, das Ganze möglichst auch schnell machen. Mhm. Und das Ganze erfolgt mit einem System, was ursprünglich in Prototypenphase mal am IMS entwickelt worden ist und innerhalb der letzten, ja man kann es fast sagen, 10 Jahre von unserer Firma Tetra dann funktionierend weiterentwickelt wurde, um daraus eine industrielle Lösung zu machen. Welche Probleme galt es denn dabei zu lösen? Die Probleme, System, die dabei sind, wir wollen hier extrem schnell sein. Mhm. Solche Systeme werden auch fürs Laserschneiden eingesetzt. Das heißt, wir wollen erreichen mehr als 0,5 Meter pro Sekunde. Das kann man sich so ein bisschen bildlich vorstellen. Diese Länge innerhalb von einer Sekunde komplett zu überspannen. Wir wollen dabei aber genauer sein als 1/50 des Haares. Das heißt, die Bahnkurve, die der Laser dort schreibt, muss also 50 mal ein Haar durchgeschnitten werden, also unter einem Mikrometer sein. Das IMMS hat prinzipiell grundlegend mal demonstriert, wie so ein System aussehen kann. Das sind so eins der ersten Exemplare, die dabei entstanden sind. Da ist natürlich die Sensortechnik extrem wichtig, die gemeinsam mit dem IMMS entwickelt wurde, um auf so einer großen Fläche so extrem genau positionieren zu können. Aber auch die ganzen Algorithmen, die ich dafür brauche, um das alles prinzipiell so genau positionieren können. Damit Sie es unsere jungen Zuschauer vorstellen können, hier wird also quasi das Werkstück genau darauf positioniert und dieser Schlitten bewegt sich dann. Genau, man kann das ein bisschen noch angetrieben sehen. Durch... Momentan ist natürlich kein Strom dran, da fehlt hier noch ein bisschen was, aber grundlegend ist das System. Damit man eine Vorstellung hat, unten im IMS ist, glaube ich, eine Ausstellung, wo man das ein bisschen mehr sehen kann. Mhm. Das ist so ein Funktionsprototyp. Unsere eigentliche Anlage ist dann eher raumfüllend. Die kann also auf Bereiche von 20 mal 20 cm drucken, ist dann wirklich so ein riesengroßes Gerät. Da fällt dann auch dieser Tisch auch etwas größer aus. Nichtsdestotrotz kann der trotz dieser Größe auch diese Bereiche überhaupt erreichen und so genau drucken von Mikrometer auflösen. Und also da ist auch Rechenleistung und Innovation des IMMS drin. Und damit die Schwingung aufgefangen werden, muss das Ganze auch ein bisschen stabil und schwer sein, daher Granit. Herr Markweg, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Einblick in die Arbeit Ihrer Gesellschaft und würde jetzt zunächst einmal, bevor wir zu unserem nächsten Produkt kommen, zwei Dinge machen wollen. Erstens, wer sich nachher nochmal den Augenchip anschauen möchte, den haben wir auch hier vorne.
zum Anschauen. Natürlich gibt es anschließend auch Führung. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für unseren Minister Tiefensee vorbereitet, der mir schon mal das Zeichen gegeben hat, dass er so langsam aufbrechen muss. Aber ich wollte Sie nicht gehen lassen, Herr Minister, ohne Ihnen was in die Hand zu drücken. Und zwar, wie Sie ja vielleicht wissen, haben wir heute noch einen Musiker, den Sie alle live erleben können, der Minister leider nicht mehr, da er ein großer Fan der Cello-Musik ist und unser Musiker Cellist ist. Freue ich mich sehr. Ihnen eine CD von ihm, und zwar Matthias Markgraf aus Magdeburg, überreichen zu können, der diese eingespielt hat. Einer der berühmtesten Musiker in Magdeburg. Und wenn Sie nachher hören werden, was dieser Mann zu CD bringt, das ist wirklich hörenswert. Sie können sich vielleicht auch der Fahrt anhören jetzt. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Kommen Sie gut an, wo auch immer. Und danke, dass Sie da waren. Gerne. Vielen Dank. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ich hier Bernhard Gudei bei mir begrüßen könnte an der Bühne. Moment, guck mal, ganz gucken. Nein, nein, nein. Herr Gudei, bitte bleiben Sie ganz ruhig, der Puls darf wieder runterfahren. Ich habe mich in der Liste gehört. Ich möchte als erstes Dr. Erik Heinz und Matthias Meyer hier bei mir auf dem Podium begrüßen. Grüße Sie ganz herzlich. Hallo und guten Tag. Sie haben... Sie sind... von der Supracon AG aus Jena. Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, über Sie auch schon mal einen Beitrag im Thüringen-Journal gemacht, worüber der Geschäftsführer sehr verblüfft war, was mich wiederum gewundert hat, weil ich mich gefragt habe, mit wem habe ich denn damals gesprochen. Aber letztendlich, als die Innovation, die wir heute vorstellen waren, quasi in den Kinderschuhen steckte, waren wir schon mal ganz kurz da. Es ist nicht weniger als ein Terahertz, lassen Sie mich auch nachschauen, damit ich es richtig ausspreche, Terahertz-Scanner, den Sie entwickelt haben. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es handelt sich dabei um ein Gerät, was der Sicherheitsüberprüfung von Personen dienen soll. Das heißt, damit sind wir in der Lage, versteckte Gegenstände aufzuspüren, wie Waffen, Sprengstoff oder andere gefährliche Dinge, die unter der Kleidung verborgen sind. Und im Gegensatz zu den üblichen Personenscannern, die Sie vielleicht vom Flughafen kennen, wo man sich zumindest hineinstellen oder daneben stellen muss, ist dieses Gerät in der Lage, auch auf eine Entfernung von 20, 30 oder sogar 50 Meter die Überprüfung vorzunehmen. Und welche Probleme mussten denn da angegangen werden? Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen zu lösen. Das Gerät beruht ja auf sogenannter Terahertz- oder Submillimeterwellenstrahlung, die in der Lage ist, durch die Kleidung zu gehen. Also letztlich ist es im Prinzip eine Wärmebildkamera, die aber nicht mit Infrarot funktioniert wie übliche Wärmebildkameras, sondern im Terahertz-Bereich. Und dabei ist zum einen, braucht man sehr empfindliche Sensoren und man braucht eine sehr große Optik wegen der großen Wellenlänge. Und dabei... Wobei kam jetzt das EMMS zum Einsatz? An welcher Stelle sozusagen diese Entwicklung? Ja, man sieht es vielleicht hier. Die Optik besteht also aus mehreren Spiegeln und einer davon, der etwa 30 cm breit ist, muss sehr schnell bewegt werden. Also quasi mit 25 Bildern pro Sekunde muss dieser Spiegel gekippt werden. Das klingt erstmal nicht weiter schwierig, aber hier kommt es darauf an, eine große Masse sehr schnell und mit hoher Präzision zu bewegen. Das ist die Aufgabe ist, nicht so einfach, kann man auch nicht im Katalog kaufen und da hat uns das EMMS die Steuerung, also den Antrieb quasi für diese Spiegelsteuerung geliefert. Und auch diese Spiegelsteuerung kann man sich nachher beim Rundgang nochmal anschauen in Aktion, denn es ist um einiges eindrucksvoller, das Ganze nicht nur auf einem Foto zu sehen, sondern auch mal richtig vor sich hin brummen zu sehen. Da geht was ab, sage ich Ihnen. Welche Probleme wir also damit zu lösen waren, haben wir damit geklärt, Sie haben schon ein Einsatzgebiet genannt, Flughäfen. Gibt es andere mögliche Einsatzgebiete, an die gedacht wird für die Zukunft? Ja, also prinzipiell in der Personenkontrolle, da kann man sich verschiedene Szenarien vorstellen. Das kann zum Beispiel bei Großereignissen sein, weil unsere Kamera ja aus der Entfernung messen kann. Das kann aber auch an kritischen, neuralgischen Punkten der Infrastruktur sein. Das sind so verschiedene Einsatzszenarien, die wir im Auge haben. Und derzeit ist die Grundlagenforschung abgeschlossen. Ein wichtiger Entwicklungspartner war das Leibniz-Institut für photonische Technologien. Da waren Sie damals zu Besuch, um diesen Dreh zu machen. Und jetzt sind wir in einer wichtigen Phase, von diesem Entwicklungsstand ausgehend, das in ein marktfähiges Produkt zu überführen. Und da sind wir gerade in Verhandlungen mit großen Partnern aus der Industrie. Und das wird uns die nächsten ein, zwei Jahre beschäftigen und dann hoffentlich dann zu einem erfolgreichen Markteinstieg der Sicherheitskamera führen.
Wunderbar. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nochmal recherchiert haben, was ich damals gemacht habe. Das hätte mich jetzt so den ganzen Tag beschäftigt. So, das war der Terahertz-Scanner von Supracon. Sie möchten... Jawohl, und an diesem Video können wir nochmal sehen, sozusagen, wie man sich das Ganze auch optisch vorstellen muss. Ja, hier sieht man etwa, wie die Bilder aussehen. Man muss dazu sagen, dass das Szenario da, was da gezeigt wird, nicht so ganz der Realität entsprechen wird. Und man muss außerdem sagen, dass, wenn das Gerät fertig ist, diese Bilder dann nicht mehr gezeigt werden. Das ist also wegen Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht zulässig. Ich muss also noch Software dazu, die das komplett auswertet und automatisch erkennt, ob da Gefahren vorhanden sind. Und abstrahiert noch weiter. Ja, ja. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass das Gerät ist in der Lage, sozusagen metallische Gegenstände oder andere massive Gegenstände in Körpernähe zu erkennen. Das ist erstaunlich, was der junge Mann alles bei sich hat. Ne? So, jetzt ist er sauber, hoffentlich. Nee, da ist immer noch nicht was. Nein, da kommt noch was dazu. Ah, eine Pistolenattrappe. Auch die wurde entdeckt, obwohl sie eben nur 2 mm stark ist. Das hat ihm nicht geholfen. Dank des Terahertz-Scanners von Supracon aus Jena, entwickelt auch unter Mitwirkung des IMMS aus Ilmenau. Ich danke Ihnen, meine Herren. Herr Heinz, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Und Herr Mayer. Und nachdem ich Herrn Bernhard Gudai schon einen kleinen Herzinfarkt beschert habe, bitte ich ihn jetzt zu mir nach vorn, denn jetzt wird es Zeit, über eine Entwicklung zu sprechen, grüße Sie ganz herzlich, die Sie uns mitgebracht haben. Sie kommen vom Physikinstrumente, vom PI, das steht für Physikinstrumente und Co. aus Karlsruhe. Und Sie haben uns das PIMAC 6D mitgebracht. Was ist das und wozu ist das gut? Ja, das ist ein Antriebssystem, das im Gegensatz zu, sag ich mal, üblichen Systemen nicht geführt wird von Führungen, egal ob es einmal Luftführungen sind oder klassisch Kugellager geführte Systeme. Das System schwebt. Was ist eigentlich der Vorteil davon? Das Ganze geschieht natürlich reibungsfrei. Man braucht keine Schmierstoffe zum Beispiel, und dementsprechend ist es eine sehr vorteilhafte, ja, Kombination, um beispielsweise in der Halbleiterindustrie Prozesse zu kontrollieren oder auch für Strukturierungsprozesse benutzt zu werden. Einfach um Partikeleintrag auch in Vakuumanlagen beispielsweise möglichst zu minimieren. Also für unsere jungen Menschen hier nochmal, Sie haben quasi ein System entwickelt, das es ermöglicht, Werkstücke auf einem Schlitten schweben zu lassen. Genau. Um zu positionieren, und zwar nicht nur einfach so auf einen Zentimeter oder auf einen Millimeter genau. Nein, nein, das kann der Zimmermann auch, sondern bei Ihnen geht es um welchen Maßstab? Na, wir reden mehr um Submikrometer, Nanometerbereich eigentlich. Mhm. Also mit dem Antrieb können wir eine ebene Bewegung erzeugen, wobei dieses Auswandern aus dieser Ebene weniger als 10 Nanometer beträgt. Was nutzen Sie zum Schweben? Sind das magnetische Kräfte, sind das pneumatische Kräfte? Das sind magnetische Kräfte. Mhm. Das lässt sich ja ganz gut an einem Video erklären, was ich vielleicht mal gleich starten würde. Da läuft das Video, ja, man kann es hier sehen. PI steht für Physikinstrumente Karlsruhe. Ja, wie es hier ansteht, ist eine rein passiv bewegte Plattform. Also es gibt also keine Kabelverbindungen oder Druckluftschläuche für Luftlage etc. Und man kann mit dem System eine ebene Bewegung erzeugen, im Moment mit 100 mal 100 mm Stellweg. Der vertikale Weg, den wir stellen können, aktiv, ist relativ beschränkt mit 0,1 mm. Und zusätzlich kann man das Ganze auch noch verdrehen und kippen. Und grundsätzlich basiert dieses System auf drei Motoren, die wir gleich noch im Detail sehen werden. Das sind drei magnetische Motoren, die jeweils aus zwei Spulen bestehen, und was vielleicht eine Besonderheit ist, das ist ein Halbach-Arri, das ist oben angedeutet, diese grauen Kästchen mit den Pfeilen drin, das ist eine Anordnung von Permanentmagneten, die dafür sorgt, dass man nur auf einer Seite der Magneten eine flussdichte Verteilung erhält, und entsprechend durch Ansteuerung der Spulen kann man erreichen, dass die Plattform angehoben und gleichzeitig vorgetrieben wird. Und wenn man jetzt überlegt, man muss 6 Freiheitsgrade regeln, 3 translatorische, 3 rotatorische. Wir haben hier 6 Spulen in Summe drin, können damit 6 Kräfte erzeugen und entsprechend die Plattform in 6 Freiheitsgraden regeln. Welche Probleme mussten Sie bei der Entwicklung des Systems aus dem Weg räumen? Es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Ich meine, das Schweben an sich, die Idee dahinter ist relativ einfach vielleicht, aber die Umsetzung erfordert natürlich Sensortechnologie, die volle Antriebstechnologie, und man darf nicht vergessen, selbst so
ja, ich will nicht sagen simpel, weil so simpel ist es dann doch nicht. Kühlung von Spulen beispielsweise ist ein Problem. Das soll nicht zu Vibrationen führen. Es muss ein gleichmäßiger Wärmeeintrag im System da sein, dass man es nicht so verformen kommt von diesem Messraster, was wir gesehen haben. Mhm. Ja, es sind viele, viele Kleinigkeiten, die doch schwierig zu lösen sind. Erklären Sie uns noch, wo kam das IMMS zum Einsatz, an welcher Stelle? Ja. Das IMMS ist, ich würde mal sagen, fast schon bekannt, zumindest in diesen Kreisen, für Direktantriebssysteme. Mhm. Die Kompetenz der Kollegen ist, glaube ich, inzwischen schon jahrzehntelang aufgebaut und entwickelt worden. Steuerungstechnik, Regelungstechnik, auch in Verbindung mit Sensortechnik, also wir sehen den Antrieb da drüben, den hat vorhin der Herr Markweg von der Tetra vorgestellt, ja, ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Der Antrieb, den wir zusammen mit dem IMS entwickelt haben, ist halt noch eine Nummer größer und hat ein, zwei Features mehr. Also, es geht darum, Werkstücke, Werkzeuge Nanometer genau an Position zu bringen und das möglichst schnell, eine unglaubliche Innovation, die Sie uns heute vorgestellt haben. Vielen lieben Dank, Herr Gudai. Ich nehme das Mikrofon schon wieder ab. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Und freue mich auf Dr. Andreas Müller jetzt hier bei mir vorne auf der Bühne, denn wir kommen zur TU Ilmenau und der wunderbaren Abkürzung NPMM, CCNPMM. Herr Müller, das steht wofür? Grüße erstmal und guten Tag, Ihr Mikrofon. Ja, NPMM steht für Nanopositionier- und Nanomessmaschine. Wir haben ja eben schon einen ähnlichen Beitrag gehabt. Jawohl. Die Nanopositionier- und Nanomessmaschine soll uns die Möglichkeit geben, im Nanometerbereich Oberflächen zu erkunden. Mhm. Und das ist natürlich notwendig, um die Entwicklung zu prüfen, um Potenziale dort zu finden, wo kann man weiter Sachen miniaturisieren. Also ich weiß nicht, ob es für Sie möglich ist, sich den Nanometerbereich vorzustellen, aber wir haben gleich einen Vergleich. Da wird es auch unseren jüngeren Gästen heute noch möglich. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, den wir uns vielleicht kurz anschauen und Sie erläutern uns, was wir sehen. Auf diesem Film ist erstmal das Grundprinzip einer solchen Maschine zu sehen. Wir haben hier eine Probe auf einem Objektträger und wir haben ein Tastsystem, was sehr stabil aufgestellt ist, damit wir wissen, wo wir uns auf der Probe befinden. Und nun wird diese Probe entlang dieses Tastsystems bewegt und aus der gefahrenen Bewegung wird im Nachhinein die Oberfläche rekonstruiert. Mhm. Das ist das Grundprinzip unserer Maschine. Die Kamera fährt ein kleines Stückchen ran. Und man kann hier sehen, dass die Oberflächenform nachgeführt werden muss. Mhm. Um exakt an der Probe zu bleiben. Jawohl. Und das Ganze im Bereich von Subnanostrukturen, ist das richtig, ja? Wir haben bei dieser Maschinengeneration, wir reden über die MPMM 200, Mikrofon schön an den einen Bewegungsbereich von 200 mal 200 mal 25 mm und wir haben derzeit eine Auflösung von 20 Pikometer. Das heißt, wir messen 20 Pikometer und wir sind natürlich froh, behaupten oder beweisen zu können, dass wir auf den Nanometer positionieren können damit. Sie sehen meinen Mund so ein bisschen offen stehen, weil ich es mir nur ganz schwer vorstellen kann. Deswegen haben wir einen Vergleich vorbereitet, bei dem man so auch als junger Mensch die Chance hat, sich vorzustellen, wovon wir gerade reden. Wir reden davon, hat jemand vielleicht eine Büroklammer einstecken? Falls nicht, ich habe hier vorne eine liegen. Wir reden davon, wir nehmen mal eine Büroklammer, eine handelsübliche, biegen die so ein ganz klein bisschen auf und schauen uns hier den Draht an, den Büroklammerdraht. Das soll jetzt unser Nanometer sein, in die große Welt übertragen. Und jetzt brauchen wir noch den Werkzeugschlitten bzw. das Werkstück, das müssen wir auch noch in die große Welt übertragen. Wie groß wäre das denn jetzt, wenn das unser Nanometerchen wäre? Bei den Demonstratoren, die im IMMS benutzt wurden, also eine Messfläche von 100 Millimetern, entspricht das der Entfernung von Erfurt-Leipzig. Erfurt-Leipzig. Also wir versuchen, Sie können in diesem Bereich eben diese Büroklammer, den Durchmesser dieser Büroklammer positionieren und wiederfinden. Also das soll mal darstellen, in welchen Relationen wir uns hier befinden. Und wenn wir jetzt die Geschwindigkeit noch in Relationen umsetzen würden, dann würden wir das Ganze mit einem Jet machen und auf dem Punkt genau stehen bleiben. Das ist die Leistung, um die es hier geht. Faszinierend. Ich bin immer wieder völlig, ja, ich kann nur sagen, fasziniert davon. Wo kam das IMMS zum Einsatz? Ja, wenn Sie eine solche Maschine, die Maschine wurde entwickelt über viele Jahre an der TU Ilmenau. Es gab zunächst einen Sonderforschungsbereich, wo zahlreiche Fachgebiete mitgearbeitet haben, um Grundlagenforschung zu betreiben. Und es gab ein darauf aufbauendes Transferprojekt in Verbindung mit
Verbundprojekten des Freistaates Thüringen. Und Sie haben eine Menge von Fachleuten, die Ihnen sagen, was Sie tun müssen. Also Regelungstechnik, Konstruktion, Werkstoffwissenschaften, Rechentechnik. Und am Schluss haben Sie eine Anweisung, die aus Ihrer IT kommt und sagt, bewegen Sie jetzt die Probe um 2 Nanometer nach links und um 3 Nanometer nach hinten. Und falls was im Weg ist, fahren Sie bitte schnell nochmal 2 Nanometer nach unten. Und dann brauchen Sie jemanden, der Ihnen das Resultat, der sich traut und der auch in der Lage ist, diese reale Welt anzufassen, diese Probe ein Stück zu bewegen, nachzuführen. Und das ist der Part, den IMMS hier geleistet hat. Und ich lasse hier im Hintergrund mal solche Messungen laufen. Jawohl, damit wir nochmal einen optischen Eindruck davon bekommen. Wozu, wir haben ja uns schon mal eben vorstellen können, so halbwegs mit welcher Genauigkeit wir es hier zu tun haben. Wozu brauchen wir eine solche Genauigkeit? Sie müssen sich vorstellen, also es wurden schon viele Worte darüber gesprochen, dass die Miniaturisierung immer weiter fortschreitet. Mhm. Mit unseren Augen, mit unseren Tastsystemen haben wir keine Chance. Wir können das nicht erkennen. Das Beispiel soll das ja demonstrieren. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine Maschine, die uns das, was wir bereits erreicht haben, tatsächlich auch mal beweist und uns die Grenzen zeigt. Also diese Oberflächenstruktur, die wir hier geschaffen haben, mit anderen Möglichkeiten, dass wir die qualifizieren können und sagen können, aha, da können wir weitermachen, dort haben wir eine Kante, da sehen wir ein Problem, dafür ist diese Maschine da. Unglaublich. Faszinierende Technik im Bereich von Nanometern und noch darunter, vorgestellt von Dr. Andreas Müller. Herr Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Demonstration. Ein weiteres Projekt verwirklicht mithilfe des IMMS. Und wo wir gerade das Stichwort Miniaturisierung hatten, Entschuldigung, ich stehe hier auf dem Kamerakabel, passiert mir im Studio auch nie, wir kommen schon miteinander klar, wollen wir doch an der Stelle gleich weitermachen. Sören Lobrand würde ich jetzt gerne hier bei mir am Pult begrüßen und da ist er auch schon. Herr Lobrand, schönen wir sind uns ja noch nie begegnet. Aber ich kenne Sie. Hat bis jetzt jede Probe geschwänzt. Ja, ich muss auch mal als Lehrerkind so ein bisschen deutlich werden. Aber Sie haben uns etwas mitgebracht, was dennoch mein Basses Erstaunen hervorgerufen hat, denn ich hatte das Vergnügen, das im Vorgespräch auch schon mal kennenzulernen. Stichwort Miniaturisierung. Bei Ihnen geht es um ein Werkzeug sozusagen, mit dem Sie in der Lage sind, helfen Sie mir, ich bin Laie, Dinge zu testen, im Handumdrehen. Ja. Also vielleicht können Sie es einfach ein bisschen präziser fassen. Die Firma X-Web produziert Schaltkreise, also für kundenspezifische Schaltkreise. Und ein großer Teil sind Non-Volatile Memories, der praktisch als IP für Kunden zur Verfügung gestellt wird, damit Kunden ihre Systeme. Mikrofon funktioniert, ich bin mir jetzt bloß nicht ganz sicher, weil ich nicht genügend Feedback habe. Aber Mikrofon ist aber an und funktioniert. Ist ja gut zu verstehen, ich habe jetzt nur nicht so den... Nein. Ansonsten machen wir das ein bisschen höher. So, ansonsten gebe ich Ihnen die Keule. Versuchen Sie es nochmal mit. Hören Sie mich jetzt? Ja. Besser? Zur Unterstützung nehmen Sie ruhig das noch, dicht vor den Mund. Dann sind Sie doppelt verkabelt. Hallo? Ja, super. Wunderbar. So, diese Non-Volatile Memories der Firma X-Fab als IP für Kunden werden bereitgestellt, damit der Kunde seine Systeme und Chips bauen kann, die dann vielfältige Anwendungen finden, haben wir mehrfach schon gehört. Um diese zu testen zu können, werden sehr große Tester benötigt, um die ICs testen zu können. Wir bieten hier ein Programmier- und Testgerät an einer Minimalversion an, die auf einem Schreibtisch sozusagen genutzt werden kann, ohne große zusätzliche Hardware. Also es wird nur ein PC benötigt, das Gerät und dann jetzt hätten wir den Versuchsaufbau zum Beispiel. Ich zeige nochmal, falls das Bild gerade es handelt sich jetzt um dieses Gerät, das kleine weiße Kästchen, auf das mein gut manikürter Finger tippt. Ja. Und das also ein Gerät ersetzt, wie sah das denn früher aus? Ich denke, wir sollten ein Bild haben. So groß wie zwei Kühlschränke. Also hier sehen wir es, genau. Das wäre zum Beispiel der. Das ist ein deutlicher Unterschied. Normaler IC-Tester. Normalerweise steht er auch in einem Reinraumlabor. Und wir wollten die Möglichkeit unseren Kunden bieten, dass praktisch der Entwickler an seinem Schreibtisch schnell seine Prototypen testen und das konnte sich der Kunde eben nicht ohne weiteres diese Größenordnung in sein Büro holen, um seine ICs zu testen, sondern damit hat er etwas gewonnen sozusagen, womit ihm es tatsächlich auf dem Schreibtisch möglich ist. Ja. Da hat ja die Miniaturisierung absolut... Das ist die Miniaturung. Welche Leistung steckt denn nun in dem Chip seitens des IMMS?
Also das IMMS hat uns geholfen durch die langjährige Erfahrung des IMMS in der flexiblen Testerentwicklung, hier die Hardware zu entwickeln und natürlich auch die hardwarenahen Schnittstellen für den PC bereitzustellen, dass im Endeffekt Firma XFAB praktisch die Oberfläche, die Software entwickeln konnte, speziell auf die Speicher zugeschnitten. Ich sage jetzt mal so ganz frech, von der Miniaturisierung abgesehen, als ob das jetzt keine Leistung wäre, welche Probleme oder beziehungsweise gerade deswegen, welche Probleme galt es denn für Sie da zu lösen, auf dem Weg dorthin, zur Miniaturisierung? Also der digitale Weg ist meistens der geringere Weg. Also wenn wir jetzt digitale Signale nehmen, die sind meistens schon relativ einfach realisierbar. Wir wollten allerdings auch, dass die analogen Parameter unserer Speicher messbar werden. Mhm. Also den Kreis schließen, dass wir einen kompletten Test abdecken über analoge und digitale, sag ich mal, Tests, die wir hiermit durchführen können. Somit musste einmal auch analoge Digitalwandlung durchgeführt werden, was das Toolkit jetzt praktisch mitleistet. Und natürlich auch eine Herausforderung war die komplette Versorgung des Anwendungsschaltkreises sowie des Gerätes über die USB-Schnittstelle. Also eine einfache Plug-and-Play-Möglichkeit für den Kunden. Wo kann hier die Reise hingehen mit Systemen wie diesem? Einmal, dass wir den kompletten Testflow, um einen Speicher zu testen, wird ein Flow definiert. Also müssen verschiedene Testschritte definiert werden, die wir dann als einen kompletten Ritt abfahren können. Mhm. Spezielle Tests und auch wie zum Beispiel Qualitätstests der Speicher, die durchgeführt werden können in Zukunft. Eine unglaubliche Entwicklung. Also die Fertigentwicklung noch der Oberfläche muss dahingehend natürlich noch gemacht werden. Wir haben ja den Prototyp, er kann jetzt, sage ich mal, die Spannungsmessung und das Programmieren darstellen, aktuell. Ich bin erstaunt und ich denke, Sie sind es auch. Vielen Dank, Sören Lobrandt war das von XFAB. Mit dem Toolkit V3. Also ich kann es jetzt noch mal kurz demonstrieren. Wenn Sie uns dann noch eine mitgebracht haben. Ich habe Sie jetzt auch die ganze Zeit durch meine neugierigen Fragen so abgelenkt. So, hier sehen wir zum Beispiel, ich hoffe sichtbar, das wäre jetzt die Speichermatrix. Je nach Speichergröße haben wir verschiedene Anzahl an Bits im Speicher, je nach Adressen dann geordnet. Und wir können jetzt zum Beispiel mal die Spannung, also ein paar Analogparameter messen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier, sehen wir vorgefertigt Programmierspannungen, die der Speicher benötigt, um sag ich mal, programmiert werden zu können. Lassen Sie sich jetzt hier lesen, denn hier können wir zum Beispiel lesen, 6,65 Volt wurden beim Speichern eingesetzt. Und jetzt kann die Genauigkeit hier so und die Qualität sozusagen beurteilt werden. Getestet und ausgelesen dank eines Streichholzschachtelgroßen Gerätes. Wir können hier zum Beispiel auch mit Pattern-Generatoren vordefinierte Testpattern vorgeben, können diese programmieren in den Speicher und auch wieder zurücklesen als Test. Und wenn alles grün ist, ist es okay. Das gelbe Segment zeigt hier nur, dass der Marker setzt. Mhm. Ich kann jetzt in Zukunft, das ist noch nicht implementiert, auch speziell einzelne Speicherstellen editieren und zum Beispiel mal probehalber Fehler erzeugen. Alles vom Schreibtisch aus. Ich bin fasziniert. Vielen Dank, Sören Lobrandt von der Firma XFAB. Für diese Entwicklung, auch an der das IMMS maßgeblich beteiligt war. So, für die nächste Geschichte, für die nächste Innovation möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, meine Damen und Herren. Vor kurzem habe ich mir ein Auto gekauft, vor kurzem ist auch schon wieder 2-3 Jahre her und das Auto war, es war brandneu. Ich fuhr damit vom Hof nach Hause, es war ein regnerischer Tag, es begann zu regnen. Ich stellte es auf dem Hof ab, ging in mein Haus, blickte nach draußen, Fenster waren offen. Auto hatte Fenster selber aufgemacht. Warum macht mein neues Auto seine Fenster selber auf? Ich also wutentbrannt in die Werkstatt zurückgefahren. Hier, hallo, neues Auto. Fenster hat selber aufgemacht. Wie kann das sein? Das Auto war dann geschlagene 14 Tage in der Werkstatt, bis der Fehler gefunden worden war. Fehlersuche in elektrischen Systemen ist eine komplizierte Sache. Und davon ein Lied singen kann auch unser nächster Gast, nämlich Andi Karius, den ich jetzt hier bei mir begrüßen würde. Wo ist er? Da kommt er auch schon. Fantastisch. Auch Sie haben sich einen kleinen Startapplaus verdient. Ja, danke. Auch bei Ihnen geht es darum, Fehler in großen, nicht nur in kleinen Systemen. Ein Auto ist ein vergleichsweise überschaubares System und trotzdem hat die Werkstatt damals 14 Tage gebraucht. Aber bei Ihnen geht es um richtig große Systeme und zwar richtig große.
Genau, bei uns geht es natürlich um kleine Systeme, aber auch um große Systeme. So ist es zum Beispiel so, dass wir wenn wir über entsprechend hochkomplexe, hochautomatisierte Industrieanwendungen reden, dass wir dann häufig das Problem haben, dass es Wechselwirkungen zwischen Stromversorgung und Steuerungstechnik gibt. Ja, diese Wechselwirkungen sind mal schlimm, mal weniger schlimm, führen aber häufig auch dazu, dass es Probleme in der Steuerungs- und Regelungstechnik gibt. Und diese Probleme sind ähnlich, wie Sie sie beschrieben haben, hochsporadisch, also irgendwann treten die mal auf und wenn sie dann mal auftreten, dann nur in einem ganz kurzen Zeitraum. Und da ist es eben eine relativ große Herausforderung, dort mit entsprechender Messtechnik an genau der Stelle zu messen und dann das alles noch so aufzuzeichnen, dass ich Rückschlüsse daraus ziehen kann, was denn hier passiert ist. Damit wir uns vorstellen, was jetzt gleich passieren wird, wie hat man das denn früher gemacht? Ja, früher hat man geraten. Also es gibt zwar Fachleute mit einem entsprechenden Know-how, aber es gibt hier nur sehr aufwendige, sehr teure Messtechnik, die konnte sich, ich sag mal, vor der Zange, die wir hier gemeinsam entwickelt haben, noch niemand leisten. Und ich denke, das ist die Rieseninnovation, die wir hier gemeinsam mit dem IMMS gemeistert haben. Sie haben die Zange schon angesprochen, denn Sie haben nicht weniger entwickelt als eine Zange. Diese Zange wird nun in Industriebetrieben, wie wir hier einen sehen, zum Einsatz gebracht. Und zwar nicht nur eine, sondern, wenn ich richtig informiert bin, kann man die also zu Dutzenden an das System anklemmen. Genau, das ist richtig. Je nachdem, was ich suche, auf was ich unterwegs stoßen möchte, muss ich natürlich eine oder mehrere Zange hier zum Einsatz bringen. Und man bekommt dann kontinuierlich Daten. Genau, man bekommt kontinuierlich Daten. Das Gerät ist in der Lage, über einen Zeitraum von 14 Tagen entsprechend Daten aufzuzeichnen und diese Daten zum einen an der Zange zur Ansicht zu bringen, zum anderen aber auch über externe Software dann auswertbar zu machen. Kann man die auch an eine Starkstromleitung hängen beispielsweise? Ja, die kann man natürlich in einem gewissen Maße, eine mittelmäßige Starkstromleitung kann man sie hängen. Wir können also bis 30 Ampere Störströme hier detektieren und ganz wichtig, wir können hier bis zu 10 mA Auflösung detektieren. Wenn Sie sagen, 14 Tage messen, sammeln, Daten sammeln, das heißt ja bestimmt auch senden dann, beziehungsweise anschließend auslesen, also 14 Tage lang, wie haben Sie das denn, das Problem, dann haben Sie ja auf jeden Fall ein Problem mit der Stromversorgung erstmal bei der Zange. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem mit der Stromversorgung, das war auch eines unserer größten Kernpunkte. Wir haben also eine mobile Zange und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen 14 Tage mobil messen. Mhm. Dann kann man natürlich eine Batterie dranhängen, ich sage jetzt mal eine Autobatterie, die können Sie dann jeden Tag mit rumschleppen, das würde funktionieren, dann würde das 14 Tage lang laufen. Aber man kann das natürlich auch intelligenter lösen. Wir haben also verschiedenste Abschaltmechanismen dort drin. Wir haben verschiedenste Schwellwerte, die das Gerät lernen kann. Und erst wenn so ein Schwellwert überschritten ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein, zeichnet auf und schaltet sich dann wieder ab. Und dabei hat Ihnen das IMMS geholfen, genau diese entsprechenden Schaltungen zu entwickeln, die so etwas möglich machen? Genau, das war also ein ganz großer Punkt des IMMS, genau diese Energiesparmöglichkeiten hier zu entwickeln. Natürlich neben diesen Energiesparmöglichkeiten auch die Möglichkeiten des Abschaltens und des Wiederzuschaltens, wenn gewisse Schwellen erreicht sind. Das war also ein ganz wichtiger Punkt des IMMS. Wenn ich mir die Zange so anschaue, wo geht die Reise hin jetzt? Ja, die Reise geht jetzt dahin, wir sind mittlerweile von dem Prototypenstatus in den normalen Produktionsstatus übergegangen, haben noch einen CE-Test gemacht, hat glücklicherweise alles gut funktioniert. Mittlerweile verkaufen wir das Gerät am Markt und nicht als letztes sind hier unsere Messingenieure, die tagtäglich im Einsatz sind, mit dem Gerät unterwegs und haben durchaus schon einige Fehler detektieren können. Die Indusol GmbH aus Schmölln hat genau. Strommesszange oder Stromzange M-Check entwickelt, zusammen mit der IMMS Ilmenau. Vielen Dank, Herr Karius, dafür, dass Sie uns dieses Gerät präsentieren haben. Sehr gerne. Wir können es uns auch noch ganz kurz anschauen, wenn wir wollen. Aber sehr gerne, natürlich. Wenn wir die Zeit noch haben. Aber selbstverständlich. Die Zeit haben wir noch. Die Zeit haben wir noch, sehr gut. Ich habe jetzt einfach mal ein kleines Automatisierungssystem mitgebracht, habe eine entsprechende Steuerungstechnik, eine Steuerung, ein Kommunikationssystem. Und hier will ich jetzt meinen Fehler suchen. Das Kommunikationssystem scheint augenscheinlich noch zu funktionieren. Ich stecke die Zange einfach mal an. Sieht man es? Müsste man vielleicht mal, kann man das Display erkennen irgendwie? So. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt werde ich einfach mal ein paar Schaltvorgänge machen. Was mich auch sehr interessiert, ist die Uhrzeit, 16:06.
Ja. Wir sind wieder gut in der Zeit. Sehr gut. Also jetzt anhand des Displays erkennt man schon, durch meine simulierten Schaltvorgänge sind irgendwo Fehler auf meinem Buskabel, auf meiner Kommunikationsstrecke aufgetreten. Die habe ich jetzt hier aufgezeichnet, habe sie im Display gesehen und kann sie natürlich dann mit der entsprechenden PC-Software noch auswerten. Vor allen Dingen, wenn Sie dann ja auch noch sehen, wann diese Fehler aufgetreten sind und genau, das in Korrelation bringt. Genau. Wunderbar. Ich denke, ein Instrument, das die Fehlersuche in der Industrie auf jeden Fall revolutionieren dürfte, auf jeden Fall stark verschnellern dürfte und das dürfte die Unternehmen ganz besonders freuen. Herr Karius, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das Gerät gezeigt haben. Sehr gern. Und jetzt freue ich mich auf unsere letzten beiden Gäste, und zwar Dr. Jan Bumberger und Paul Remmler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig. Und das sind zwei Männer, die ganz absichtlich heute eben nicht im feinen Zwirn erschienen sind, so wie ich das getan habe, sondern Sie sind so gekleidet, wie Sie sonst auch immer auf Arbeit gekleidet sind. Grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hallo. Und zwar festes Schuhwerk, wetterfeste Hosen und leichte Oberbekleidung bei diesen Temperaturen. Bei dem Wetter auf jeden Fall. Bei dem, was Sie uns zeigen wollen, da geht es um drahtlose Ad-Hoc-Sensornetzwerke. Ja, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ja, ich würde gerne kurz sagen, das UFZ ist also eines der weltweit führenden Forschungszentren im Bereich der Umweltforschung. Und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Konzepten, Strategien, um nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Nehmen Sie ruhig noch das mit dazu. Ich glaube, es hat sich bewährt. Zusätzlich, okay. Ein Stichwort fällt mir gleich auf der ersten Folie, Umweltmonitoring. Wozu gibt es denn Umweltmonitoring? Genau, also eines der wichtigsten Punkte ist, um Umweltprozesse zu verstehen, dass man diese großräumig und insbesondere langfristig beobachtet. Dafür bedienen wir uns einer Vielzahl von Methoden. Das geht also von Fernerkundung, Satelliten, als auch Drohnen, bis hin zu In-Situ-Methoden, wie man oben in der Mitte sieht, als auch langfristig installierten Messsystemen. Wie muss man sich das Ganze praktisch vorstellen? Also ein Beispiel ist eine Infrastruktur des UFZ im Bereich Biodiversitäts- und Bodenfunktionsforschung. Das sind also so Hallen, die man hier sieht. Die haben also eine Größe von 100 mal 25 Metern und dort werden verschiedene Landnutzungsoptionen bewirtschaftet. Und bei den 10 dieser Blöcken gibt es 5, die mit Dächern und Wänden versehen sind, welche verschließbar sind, um das Klima in Mitteldeutschland 2050 zu simulieren. Das ist also quasi Klimawandel im Zeitraffer. Und genau dafür brauchten wir das IMMS. Genau. Welche Leistung des IMMS kommt denn hier ganz besonders zum Einsatz? Genau, wir haben für dieses Forschungsprojekt zusammen mit dem IMMS ein stationäres Sensornetzwerk entwickelt, was, wie es da steht, etwa 1000 Sensoren umfasst. Das ist ein stationäres, datenredundantes und sehr energieeffizientes Netzwerk, was wir dort installiert haben, wobei IMMS maßgeblich an der Technologie der Sensornetzwerke und wir an der Einbindung und der mechanischen Konstruktion der Sensorik beteiligt waren. Wir nehmen dort etwa 30 Millionen Datenpunkte im Jahr auf. Und wenn wir jetzt mal auf die nächste Seite gucken, da ist ein kleiner Ausschnitt eines solchen Messstativs, wo wir in 3 verschiedenen Höhen und in der Tiefe verschiedene Mikroklimaparameter aufnehmen. Und hier läuft jetzt schon eine Animation los über den Temperaturverlauf über 2 Tage in 70 Zentimetern Höhe, wo man auch den Einfluss der Bedachung bzw. der verschiedenen Landnutzungsarten erkennen kann. Also hier auch ein Sensornetzwerk sozusagen und die Hauptschwierigkeiten bestanden darin, die Stromversorgung zu organisieren. Dann haben wir ja auch Harsh Environments, haben Sie das immer genannt, Herr Sommer, habe ich mir gemerkt. Auch das kommt hier zum Einsatz verstärkt. Das sind stationäre Netzwerke. Sie haben uns aber auch dieses wunderbare Ding mitgebracht. Das Ding, genau. Das Ding. Was hat es denn mit dem Ding? Das ist für die nächste Mars-Mission. Nee, Quatsch. Sieht aber ein bisschen aus, als wenn es auf dem Mars stehen könnte. Das sind also mobile Sensornetzwerke, die wir auch zusammen mit anderen Firmen noch konzipiert haben, für kurzfristige Einsätze unter extremen auch klimatischen Bedingungen, die wir auch weltweit einsetzen. In dem Fall gibt es hier optische Sensoren oben, um bestimmte wellenlängenspezifische... Kommt ruhig ein bisschen zu mir wieder, dann Achso, es geht um die Rückkopplung, okay. Lautsprecher um
insbesondere optische Satellitendaten zu validieren. Mhm. Das ist also ein anderes Beispiel. Vorhin sagte ich etwas über die zeitliche Skalierung von Umweltprozessen. Die andere relevante oder andere relevante Prozess ist die räumische Skalierung. Großräumige Systeme, die sehr heterogen sind, wie man sehr schön auf dem Bild sieht, zu erfassen, ist ein Mittel der Wahl dafür Satellitenfernerkundung. Und wir haben in einer Interkalibrationskampagne diesem Jahr dann solche Transekte aufgestellt aus solchen Netzwerken, um dann Sentinel-2AB-Daten, das sind also optische Satelliten von der ESA, zu validieren auf bestimmte Nutzflächen, Vegetationsbereich, als auch in der Binnengewässerfernerkundung für Standgewässer, Konzepte für die Validierung von Wasserqualitätsdaten zu erzeugen. Und ich vermute mal, dass auch hier wieder Hardware zum Einsatz kam, die im IMMS entwickelt wurde. Genau, also hier auf jeden Fall. Hier sind wir, das ist also ein Beispiel, wo man darüber reden könnte, was zukünftige Entwicklungen sind. Also das auf Ganze von bodengestützten Verfahren auf Wasser auszudehnen, beziehungsweise auf Methoden, um, wenn sich Sensorknoten quasi selber fortbewegen, Robotik zum Einsatz kommt. Und auch hier mussten die klassischen Probleme gelöst werden, vermute ich mal. Wenn wir draußen sind in der Umwelt, dann wird es heiß, dann wird es kalt. Ja, das sind die größten Probleme, die wir auf jeden Fall haben. Damit, ja, also Langlebigkeit, Outdoor-Fähigkeit. Wunderbar. Technik draußen in der rauen Natur im Einsatz. Dr. Jan Bumberger und Paul Remmler, ich danke Ihnen dafür, dass Sie das uns präsentiert haben vom Helmholtz-Zentrum. Dankeschön. Vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Nach einer Stunde darf der Mund auch ein bisschen fusselig werden dann. So, meine Damen und Herren, wir haben nur 10 Minuten Verzug. Das finde ich toll. Haben wir klasse hingekriegt, dafür, dass wir mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Bei den Proben ganz besonders. Jetzt haben Sie sozusagen Technik in Anwendung gesehen. Sie haben gesehen, wie die IT mit der Wirklichkeit verbunden wird. Was Sie erwartet. Jetzt möchte ich gern etwas, nachdem ich etwas für Ihre Gehirne getan habe, möchte ich jetzt gerne wieder etwas für Ihre Sinne tun, für die Leidenschaft. Wie geht das besser mit Musik? Wir freuen uns ganz besonders, einen der bekanntesten Straßenmusiker aus Magdeburg einladen zu dürfen. Matthias Markgraf ist zu uns gekommen. Und wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, Musiker Matthias Markgraf aus Magdeburg, was für eine Alliteration. Ne? Das ist unglaublich. Ist Zufall, oder? Der Mann spielt Cello, wie Sie sehen können, aber nicht irgendein Cello, sondern seines ist aus Carbon, was den Vorteil hat, dass es eben den harschen Umweltbedingungen auf einer Straße sehr viel besser standhält, als ein Instrument aus Holz dazu in der Lage wäre. Außerdem benutzt er ein kleines Instrument, mit dem man Loops aufnehmen kann und wieder abspielen kann. Das heißt, dieser Mann baut sich sozusagen die Klangflächen für seine Songs selbst. Er macht das live on stage, wie wir gleich hören werden, und ich bin ausgesprochen gespannt auf Matthias Markgraf aus Magdeburg.
Schön. Matthias Markgraf aus Magdeburg. Seht ihr, Kinder? Wenn ihr euch von Vati eine E-Gitarre wünscht und er sagt, nee, ist nicht, du lernst was Klassisches, mit dem Cello ist nicht alles verloren. Was man damit machen kann, verblüffend, Hut ab. Chapeau. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Mitarbeiter und liebe Gäste dieser fantastischen Geburtstagsparty 20 Jahre IMMS, ich möchte Sie jetzt sozusagen in die dritte Halbzeit entlassen. Denn natürlich, wir haben es ja schon angesprochen ein paar Mal, es gibt noch die Möglichkeit, sich das eine und andere anzuschauen, in Progress sozusagen, in Bewegung. Und dazu werden Führungen angeboten, zu denen ich Sie jetzt bitten möchte. 16.30 Uhr ist Führungsbeginn offiziell, aber es schaffen wir trotzdem noch ganz gut. Wir liegen fantastisch in der Zeit. Also zu den Führungen schaue ich nochmal hier vorne raus, richtig? Ja? Oder doch lieber hinten? Was ist günstiger, was ist nützlicher? Wer zu den Führungen möchte, auf jeden Fall am IMMS-Gebäude einfinden. Und das ist ausgeschildert draußen vor der Tür. Einfach der Ausschilderung folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Hiersein. Hoffe, Sie hatten Spaß, Vergnügen und auch Wissenswertes und wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Ciao.